Mahlzeit, meine Damen und Herren, die Fragezeichen werden wieder etwas größer. In der gestrigen Nacht hat der Iran geantwortet, hat 15 Raketen Richtung Irak abgeschossen und zwei Basislager getroffen, die auch eben mit amerikanischen Soldaten bestückt sind. Das iranische Fernsehen sprach von 80 getöteten amerikanischen Terroristen. Die USA haben gesagt, es ist niemand ums Leben gekommen und eine Antwort von Donald Trump steht noch aus. Klar, die Fragezeichen werden wieder etwas größer, aber in der Nacht hat Donald Trump schon getwittert, alles gut, anscheinend ist doch kein amerikanischer Soldat ums Leben gekommen. Hier fehlt jedenfalls eine Bestätigung von Seiten der USA und wir sehen es nach dem anfänglichen Schock über die Antwort des Iran, hat sich die Lage wieder im DAX ein bisschen beruhigt. Wir waren schon fast 1% hinten und jetzt sind wir noch 0,38% im Minus, aber zuletzt hat der DAX wieder ein bisschen angezogen und alle warten natürlich jetzt gespannt, wie Donald Trump darauf reagieren wird. Ich glaube nicht, immer noch nicht, dass er einen Krieg im Nahen Osten anzetteln möchte. Von daher muss man mal gucken, sollten tatsächlich keine US-Soldaten ums Leben gekommen sein, wird Amerika wohl ein bisschen milder antworten und wir müssen abwarten, ob sie überhaupt antworten werden. Gucken wir uns auf die einzelnen Werte an im DAX und da gibt es Nachrichten heute von Wirecard. So muss man sich fragen, ob Wirecard ganz hinten rum durch die Hintertür vielleicht jetzt sogar schon bei der Telekom anbandelt. Man hat eine neue Kooperation auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas veröffentlicht. Die ist mit Sprint und wir wissen natürlich, Sprint soll übernommen werden von der US-Tochter von der Telekom, von T-Mobile US. Und das ist natürlich, dann ist Sprint irgendwann auch eine Tochter, wenn das alles jetzt so klappt, davon gehen wir auch mal aus, dann ist ja irgendwann Sprint auch eine Tochter der Telekom und Wirecard ist dann mit eben der Tochter der Telekom im Geschäft. Die Kooperation hört sich nicht schlecht an, ist ein großer Markt, den Wirecard jetzt hier dann angeht und wir sehen es aber heute natürlich aufgrund der allgemeinen Marktlage, ist natürlich die Verunsicherung immer noch groß, Wirecard immer noch eine Risikoaktie und deswegen ist die Aktie heute auch im Minus, aber trotzdem war das heute eine Nachricht, auf die man auf jeden Fall achten sollte und ich habe ja auch Wirecard in meinem Musterdepot und von daher kein Grund jetzt irgendwas daran zu ändern. Warum auch? Denn es ist ja nur ein Rücksetzer von etwa 1%, der so ein bisschen auch der Marktlage heute geschuldet ist. Gucken wir auf BMW, da gibt es auch Neuigkeiten. Absatzrekorde für das Jahr 2019. BMW hat noch nie so viele Fahrzeuge verkauft wie 2019. Es waren 2,52 Millionen Autos, die da übers Band gerollt sind und an den Endkunden gebracht wurden. Neuer Absatzrekord also. Und BMW hat direkt noch eins draufgesetzt und hat gesagt, wir gehen davon aus, auch 2020 ein neues Rekordjahr hinzulegen. Also von daher die Aussichten bei BMW nicht so schlecht, ne? Und ich habe ja auch gesagt, Nachzüglerwert, wenn man so ein bisschen auf die Autobranche guckt, Daimler haben wir auf der Watchlist und BMW, wenn man guckt, VW ist natürlich allen so ein bisschen weggeeilt, aber für mich eine Aktie, haben wir gestern ja auch drüber gesprochen, mit Nachholpotenzial eben BMW und heute dann auch gute Nachrichten zum Absatz. Natürlich haben wir heute, müssen jetzt nicht alles bei jeder Aktie betonen, die schlechte Marktlage, aber wir sehen es hier, 75 Euro ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wenn die Aktie darüber geht, dann wäre das natürlich nochmal ein neues Kaufsignal und darauf spekulieren wir so ein bisschen und deswegen ist die Aktie auch in meinem Musterdepot. BASF kriegt heute auch noch eins auf die Mütze. Wir wissen, wenn die Kanonen unten donnern, dann sind eben auch die Chemiewerte und unter Druck. Deswegen BASF heute auch. Es kommt noch eine negative Studie dazu und wir sehen es auch hier, sind wir charttechnisch wieder an so einem kleinen Knackpunkt bei 65 Euro. Wer die Aktie im Depot hat, muss jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze hier entwickelt, ob die 65 Euro-Marke hält oder ob es dann auch ein Stück runter geht. Und natürlich, wenn die Kanonen donnern, dann haben wir die normale Reaktion. Der Ölpreis steigt, der Goldpreis steigt und die Lufthansa-Aktie, die ja in gewisser Weise vom Ölpreis abhängig ist, kriegt dann eben auch eins auf die Mütze und da sehen wir es, um 1% ist der Wert heute wieder im Minus und auch hier haben wir natürlich bei 15 Euro die wichtige charttechnische Marke, wo wir gucken müssen, ob die jetzt hält oder nicht. Ich gehe davon aus, dass sich der Ölpreis wieder ein bisschen beruhigt. Wenn Trump heute wieder ein bisschen Druck aus der ganzen Sache nehmen sollte, dann dürfte der Ölpreis ein bisschen reagieren und die Lufthansa-Aktie mit Sicherheit auch so ein bisschen nochmal wieder aufatmen. Sollte Trump natürlich zurückschlagen, dann würde der Ölpreis nochmal in die Höhe gehen. Also es ist eine verzwickte Lage, es ist keine Lage, wo man jetzt sagen kann, heute sind die richtigen Kaufgelegenheiten. Man muss jetzt erstmal noch ein Stück weit abwarten, bis sich der Rauch da unten ein bisschen gelegt hat, bis wir die Antwort von den USA haben, wie die jetzt auf diesen Raketenangriff reagieren. Gucken wir uns die Tops und Flops im DAX an. Wir sehen es Covestro, die haben zuletzt deutlich eins auf die Mütze bekommen nach einer Abstufung und eben auch durch die Chemiewerte erholt sich heute wieder ein bisschen der Wert. Merck hat zuletzt mit guten Studienergebnissen geglänzt, ein sehr defensiver Wert, der natürlich in solchen Phasen immer gerne gesucht wird und natürlich auch, wenn wir uns den Chart irgendwann mal nochmal angucken, eine Aktie, die langfristig immer so eine Säule im Depot sein kann, die so ein bisschen auch unabhängig ist von der allgemeinen Marktentwicklung. Wenn man sagt, dass jetzt ein möglicher Krieg oder so die Aktienmärkte belastet, haben wir hier einen schönen defensiven Titel.
Adidas steigt auch weiter. Gestern gab es ja die Nachricht, Aktienrückkaufprogramm Teil 3 ist gestartet. 1 Milliarde Euro nimmt Adidas nochmal in die Hand, um eigene Aktien zu kaufen. Das sichert den Wert natürlich auch in gewisser Weise ab. 300 Euro ist die Marke, wo wir dann drauf achten müssen. Und Infineon steigt heute auch wieder. Gestern ja schon gut im Plus. Da gab es ja gute Nachrichten aus den USA, aus der Chipbranche. Microchip hat gute Zahlen veröffentlicht und auch einen ganz passablen Ausblick geliefert. Davon profitiert natürlich Infineon heute noch. BASF, Lufthansa, haben wir schon drüber gesprochen. Linde, SAP, für mich eine Gelegenheit. Und VW natürlich heute auch so ein bisschen unter Druck. Und da gibt es eben noch keine Neuigkeiten. Es gibt halt nur, dass VW Klage gegen Prevent dem Zulieferer eingereicht hat, wie das ausgeht, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber ich glaube auch, dass dieses Verfahren keine so große Auswirkung auf den Kurs hat. Gucken wir natürlich nochmal auf Gold. Wir haben es angesprochen. Wir nähern uns der Marke von 1600 US-Dollar. Der Goldpreis war schon mal kurz drüber. Natürlich, die Anleger suchen den sicheren Hafen. Die Verunsicherung ist da unten groß. Deswegen müssen wir den ganzen Bewegungen jetzt auch vielleicht nicht so der ganz großen Bedeutung hingeben. Denn sollte sich da unten alles wieder entspannen, kann es auch ganz schnell wieder Richtung 1500 US-Dollar zurückgehen. Erstmal, dass sich die ganze Lage wieder beruhigt. Das ist jetzt alles geschuldet dem Konflikt unten im Nahen Osten. Und von daher müssen wir mal abwarten, wie es weitergeht. Und wenn die Anleger nervös sind, ne, dann wissen wir, dann reagieren die schnell und vielleicht manchmal auch zu schnell. Gestern haben wir noch darüber gesprochen, dass man so eine Mischstrategie fahren sollte zwischen Werten, die gut gelaufen sind und Werten, die Nachholpotenzial haben und nicht nur rein auf Nachzügler. Und da haben wir auch natürlich über Warta gesprochen und ich habe gestern noch gesagt, warten Sie einen Rücksetzer ab, steigen Sie jetzt nicht sofort hinterher und wir gucken mal drauf. Da können wir auch direkt sagen, wer ist heute Zwiebel des Tages und da sehen wir es. Warta ganz klar, wir sehen den Knick. Hintergrund eine Studie der Commerzbank, die sieht aufkommenden Konkurrenzdruck, zum Beispiel durch Sony, durch Samsung und durch JBL. Wo haben Sie die Informationen her? Das macht mich so ein bisschen stutzig. Laut dpa beruft man sich dabei auf eine Studie eines Shortsellers. Der wird jetzt wahrscheinlich irgendwo sitzen und sich die Hände reiben. Ich habe im Bundesanzeiger eben mal geguckt, da ist nichts rauszufinden. Da ist kein Eintrag über eine Shortselling-Attacke oder Eintrag. Also von daher müssen wir gucken, wer da sich in den nächsten Tagen outet und sagt, juhu, ja. Wir haben fast 20% war die Aktie im Tief im Minus, erholt sich jetzt wieder so ein bisschen. Also von daher ist das eine Aktie, die wir jetzt ganz oben auf die Watchliste setzen sollten. Natürlich ist klar, dass Konkurrenzdruck aufkommt. Es wurde hier so ein bisschen spekuliert, dass Warta dem ganzen Auftrag, der ganzen Auftragsflut nicht mehr so zu 100% hinterherkommen könnte und deswegen vielleicht Kunden abspringen und sich ihre Produkte woanders holen. Da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen, wenn die Studie so auf vom Shortseller irgendwie kommt. Also von daher muss man mal abwarten, was da jetzt wirklich so richtig dahinter ist. Aber natürlich die Abstufung von der Commerzbank zeigt ihre Wirkung. Es geht runter von Kaufen auf Hold. Kursziel bleibt aber auch über noch ganz oben. Also Kursziel wurde nicht verändert. Trotzdem ist das natürlich, jetzt müssen wir abwarten. Es könnte eine gute Gelegenheit sein, so ein Rücksetzer. Ne? Also von daher warten wir, bis sich ein bisschen der Rauch gelegt hat. Und dann gucke ich, ob die Aktie tatsächlich vielleicht dann auch für mein Musterdepot interessant ist. Jetzt müssen wir gucken, wie sich das bei 100 Euro hier entwickelt, wie weit es runtergeht. Aber wir sehen es ja, die Aktie erholt sich schon wieder ein bisschen leicht. Und von daher ist es für mich jetzt ein sehr interessanter Wert, der ganz weit bei mir jetzt auf meine persönliche Watchlist kommt. Und dann werde ich gucken, wo ich die hier bei Mahlzeit einsortiere, ob ich sie nur auf meine Watchlist setze oder ob ich sie vielleicht auch ins Musterdepot einkaufe. Und dann müssen wir natürlich über Beyond Meat reden. Da hat sich hier wahrscheinlich unser langes Warten hat sich gelohnt. Das ist jetzt der Trade-Gate-Kurs. Wir gucken mal, Vanessa, auf den Kurs an der Nasdaq von gestern Abend. Und dann werden wir sehen, da hat die Aktie einen riesen Sprung gemacht. Und Hintergrund ist, Impossible Foods, der große Konkurrent, hat die Gespräche mit McDonald's abgebrochen. Und schon im Vorfeld waren Interviews vom Finanzvorstand von Beyond Meat zu hören, dass man die Nachfrage von allen über 14.000 Restaurants in Amerika befriedigen kann, wenn die jetzt da auf einen veganen Burger setzen möchten, wenn die einen ins Programm nehmen möchten. Wir hatten in Kanada hatten wir eine Testphase, wo Beyond Meat McDonald's schon mit einem veganen Burger oder einer veganen Burgerplatte, muss man ja sagen, beliefert hat. Das wurde im September getestet für ungefähr 2 Monate. McDonald's hat sich nicht dazu geäußert, wie dieser Test verlaufen ist, aber so im Hintergrund konnte man ein bisschen annehmen, dass sich McDonald's eventuell für Beyond Meat entschieden hat. Und das sehen wir dann. Gestern ist die Aktie um 12,47% in die Höhe gesprungen, weil die Anleger natürlich jetzt darauf spekulieren, dass sich hier Beyond Meat einen großen Fisch wie McDonald's angelt. Wäre natürlich auch ein Ritterschlag, wenn die tatsächlich jetzt sagen, wir können McDonald's beliefern und McDonald's sagt, wir wollen es auch. Wir möchten einen veganen Burger ins Programm nehmen. Impossible Foods jedenfalls hat schon mal gesagt, wir sind raus aus der Nummer. Es bringt nichts, hier McDonald's hinterherzulaufen, war von da zu hören. Also von daher nähern sich natürlich die Gerüchte oder
verdichten sich die Gerüchte, dass tatsächlich Beyond Meat hier mit McDonald's ins Geschäft kommen sollte. Deswegen gucken wir mal auf die Watchlist und dann sehen wir auch bei Beyond Meat, wie sieht es natürlich immer noch im Minus, aber trotzdem, das ist ganz unten, gucken wir hier. Aber natürlich der Kurssprung, jetzt sind wir nur noch 1,78% im Minus. Also von daher muss man sagen, das Warten könnte sich gelohnt haben. Ich habe ja immer gesagt, so der richtige Zeitpunkt bei Beyond Meat sind auch, wenn die Jahreszahlen kommen, wenn dieses ganze Theater um diese Login-Phase beendet ist, was schon länger der Fall ist, und jetzt dann der Blick komplett auf die Jahreszahlen gerichtet ist. Und die Zahlen zum dritten Quartal, die waren ja schon nicht mehr rot, die waren ja schon schwarz. Und wenn wir jetzt auch nochmal im vierten Quartal ein schwarzes Ergebnis sehen, dann denke ich auch, dass das die Aktie deutlich wieder ansteigen dürfte. Also wir haben hier mehrere Faktoren, die Fantasie bei Beyond Meat wieder kräftig anheben könnten. Und von daher, sie ist auf der Watchlist, sie bleibt auf der Watchlist und sie ist ähnlich wie Warta auch ein Kandidat, der in mein Musterdepot kommen könnte. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel, ne? Sie können ein iPhone von Apple gewinnen. Also immer noch hier unten weiter fleißig posten, welche Aktie Sie ins Rennen schicken möchten. Es geht um ein iPhone 11. Und wenn Sie schon da unten die Aktie posten, dann gehen Sie noch an dem Daumen vorbei und geben mir ein Like und dann ist alles perfekt. Dankeschön, dass Sie heute dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder mit einer neuen Folge von, wie heißt die Sendung? Mahlzeit, oder Vanessa? Ja, Mahlzeit. Mahlzeit.